Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eklatoren zu einem neuen Part. Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst hier aus dem Ätherparadies. Wir sind beim letzten Part angekommen. In diesem Part werden wir hier ein bisschen durch die Gegend streifen und ja, das Labor erkunden, die Gegend erforschen. Oha, da sind schon Kämpfe. Team Äther will gegen uns kämpfen. Ein Eindringling! Ich werde dich zermalmen, koste es, was es wolle. Das Symbol. Und da haben wir den Äther Foundation Personal. Ja. So ungefähr. Äther Foundation Personal Diktri. Ja, das Thomas Gottschalk Pokémon. Ja, die sind auf einmal wie von der Tarantel gestochen und sind alle feindselig. Weiß der Gänger, was da passiert ist. Ich weiß es immer noch nicht. Vielleicht habe ich in Pokémon Sonne zu schlecht nachgelesen, aber ja. Scheinbar waren die vorher nett und irgendwie haben jetzt irgendwas Falsches gefuttert und sind jetzt auf einmal aggressiv und greifen uns an. Als wir das erste Mal hier waren, konnten wir da gechillt überall durchgehen. Jetzt haben wir hier auf jedem Meter Strecke hier ein paar Angreifer. Es wird kein schwieriger Spaziergang hier durch die Aether Foundation. Ich erreiche Level 35. Und weiter kämpfen. Zu Kanonen. Ach du Schande. Ich sehe mein Spiegelbild. Level 40. Ja, da muss ich das letzte Mal eine dynamische Maxi-Flamme einsetzen. Das muss hoffentlich auch was bringen. So. Hau ran, her. Mach's alle. Ist schon die Z-Kraft, also muss ja wohl was packen hier. Ja. Sind noch Schwerworte. Da ist schwer, Worte dafür zu finden, dass Team Äther hier veranstaltet. Die Äther Foundation. Ja, wird jetzt sozusagen zu Team Äther. Halleluja. Ist gerade was umgefallen hier. Habt ihr das gehört? Das hat hier ordentlich geklappert. Auf meinem Schreibtisch hier. Der ganze Müll, der hier links rum steht. Rings herum. Was war das denn? Was war das, Sven? Ich kann nicht mal mehr einen richtigen Satz bilden. Zwangfee gewinnt 1920 Punkte und dann geht sich gleich aus dem Kampf gegen den ersten Team Äther Rüpel hervor. Ja, so nenne ich die einfach jetzt. Passt, glaube ich, ganz gut. Ich habe noch mehr Trainer. Aber wir sollten ja in die andere Richtung gehen. Wir sollen nicht die hier besiegen. Wir sollten da entlang. Und die kämpft nicht mit uns. Was nicht da entlang, ja, da ist Sackgasse. Es war schon richtig, wo wir lang gegangen sind. Okay. Alles weiß hier. Unschuldiges Weiß. Aber doch sind hier sehr schuldige Leute drin. Oh! Ein Trigger hier für den Laster hier. Oh, er wollte uns angreifen, aber hat uns dann doch nicht gesehen. Sind nur vorbeigekommen. Oh, da sehe ich schon Gleio. Ja, Wortfindungsschwierigkeiten heute wieder. Einmal das Item einsammeln. Sonderbonbon. Nice. Hier gibt es Sonderbonbons, wie es auch hier schaut. Ja. Da habe ich mich erschreckt und gleich ein Wortfindungsschwierigkeit bekommen. Die haben mich andauernd. Diese miesen Wortfindungsschwierigkeiten.
Ein Steve und ein Parasek. Lass mich erraten. Ein Parasek. Genau so sieht's aus. Nitro-Ladung. Komm, hau rein. Das ist ein Pflanzen-Pokémon. Genau gesagt, ein Käfer-Pokémon. Ja. Haut ordentlich rein. Da waren es nur noch zwei. So, Steve erreicht Level 23. Schön für ihn. So, Aether Foundation Personal setzt Mogelbaum ein. Auch ein Pflanzen-Pokémon. Weiter kämpfen. Und das kriegen wir mit einem Schlag hin hier. Mit dieser Feuerattacke, die da Nitro-Ladung heißt. Das ist ein Baum. Sag nicht, eine Feuerattacke ist gegen Mogelbaum nicht effektiv. Ja, da fange ich schon an zu stottern hier. Meine Güte. Wie geht denn das? Das geht auch gar nicht. Dann nehmen wir mal. Ja, wieso nicht? Einfach Hoodie. Wenn eine Feuerattacke gegen den Baum nicht hilft, dann holt man halt einen Pflanzenpokémon. Vielleicht hilft das ja viel mehr. Wenn ich mal Rasierblatt einsetze. Eine Rasierblattattacke, eine Pflanzenattacke. Pflanze gegen Pflanze. Könnte effektiv sein. Sag mir nicht, das war jetzt sehr effektiv. Okay. Die Möglichkeit wäre natürlich, dass Mogelbaum nicht Typ Pflanze ist, aber erzähl mir nicht, dass ein Baum nicht Typ Pflanze ist. Erzähl mir hier nicht zum Storch. Erzähl mir nicht zum Klapperstorch. Mogelbaum, nicht Typ Pflanze. Das ist ja hier das Wildeste, was ich jemals gehört habe. Das ist ein Baum. Das ist ein verdammter Baum. Spiel. Was ist los? Wieso wirkt die Attacke, die Feuerattacke nicht? Jetzt muss den doch rein theoretisch flich wegblasen. Komplett zugrunde gehen lassen. Ja, wie auch immer. Da war es noch einer. Ein Drift-Zepeli. Das ist ein Luftballon. Also rein physisch müsste das auch irgendwie mit Feuerattacken oder mit irgendwelchen Zerschneider-Attacken irgendwie gehen. Ein Donner, ja, könnte auch sein. Was wehrt der Attack ab? Stugball. Denkt er mal so ein bisschen physikalisch, also so ein bisschen, ja, das ist ein Luftballon. Das macht man bei einem Luftballon. Nimmt man eine Nadel und wirft es drauf und dann, das ist kaputt. Ja, oder auch nicht. Dave. Sehr Schneider könnte auf einen Luftballon sehr gut wirken. Und auch Feuer, also hast du schon mal Feuer auf einen Luftballon eingesetzt, das kann schon effektiv sein. Spukball auf einen Heißluftballon jetzt natürlich nicht. Duftzipeli scheint ein Heißluftballon zu sein. Die Physik hinter Pokémon hat ja wahrscheinlich noch nie Sinn ergeben, aber was soll's. Spukball. So haben wir es jetzt erledigt. Das ganze Team am Boden. Kann es jetzt auch mal weitergehen? Wo kann ich mein Team heilen? Besiegt. Ich dachte, du wärst irgendein dahergelaufener Eindringling, aber du hast ganz schön was drauf. 24 gewinnt 1920 Pokémon dort und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Team Aether-Rüpel hervor. Ja. Und weiter geht's. Hier noch irgendwelche Items, die hier rumliegen, die ich einsammeln kann. Den ich auch noch kämpfen, mein Team ist am Boden. Gehen wir hier mal hin. Da können wir weiter. Kann mich irgendjemand heilen? Ich bin ordentlich am Arsch. Ich habe zwar das Level 100 Shiny Galoppa noch mit dabei, aber das soll jetzt auch nicht wirklich die Lösung sein. Was ist los? Anscheinend können nur Angestellte der Aether Foundation ins Untergeschoss gelangen. Damit hätte ich rechnen müssen.
Uns bleibt keine Wahl. Wir müssen nach oben. Na dann, auf nach oben. Ich bin Fabian, der einzigartige Regionalleiter der Earth Foundation und fraglos unentbehrlich. Was habt ihr hier zu suchen? Ich kann mich nicht erinnern, euch eingeladen zu haben. Das weißt du als Regionalleiter der Earth Foundation besser als ich. Also, stell dich nicht so dumm an und spuck gefälligst aus, was hier los ist, Fabian. Der wird immer verrückter. Ganz schön frech, junger Mann. So ganz auf dich eingestellt zu sein, hat dich offensichtlich abgehärtet, Gladio. Aber von mir erfährst du noch nichts. Du kannst dir sicherlich denken, warum. Zwergfee, weißt du, was mir am Trainerdasein so gefällt? Dass Erwachsene und Kinder gleichgestellt sind. Das Alter ist irrelevant. Was du nicht sagst, wirklich süß. Man nennt mich auch die letzte unüberwindbare Bastion der Äthers-Paradieses. Und ausgerechnet ein Haufen Kinder wie ihr macht sich Siegeschancen gegen mich aus, dass ich nicht lache. Aber wenn ihr unbedingt darauf besteht, können wir gerne kämpfen. Na toll. Als ob ich nicht geschafft wäre von den Kämpfen, die ich davor bestritten habe. Gegen die Mitarbeiter. Regionalleiter mit einem Pokémon. Das muss ja wohl ein mega starkes sein. Die letzte Bastion. Ja. Ich habe ja nur Galoppa. Galoppa Level 100, Shiny. Gegen Hypno Level 43, darf ich vorstellen. Ich würde mal sagen, ich mache kurzen Prozess, Bombarda Maxima. Nein. Ich setze einen anderen Tag ein, ich setze Nitro-Landung ein. Wenn er denn mal geruhigt, er schläft ein. Okay. Ja, ist natürlich so, wenn ich natürlich noch nicht alle Dingens habe und meine alle Kristalle noch nicht habe und mein Typen auch erst auf Level 30 sind, ist ein Level 100 Galopper, aber manchmal ja ein bisschen niederfremdlich, lässt sich schlecht drum kämpfen. Aber damit, ja, müssen wir halt irgendwie leben. Ja, das andere hieß, ich wäre schon ein bisschen nicht, also, komm, kämpf doch mal. Dass du stehst, aber wache doch auf. Komm, aufstehen, es ist morgen. Super, passt jetzt so, steh auf, dann hat das aufgemacht. Na komm, jetzt setz doch mal was ein hier. Eine Attacke und der ist am Boden. Hypnose. Ach meine Fresse, was ist denn hier los? Ich hab ein Level 100 Shiny Pokémon. Wieso funktioniert das hier nicht? Warum funktioniert das nicht, warum haut das nicht runter? So, hab ich irgendwie einen Aufwecker. Irgendeine Lehre, die dasselbe wirkt. Scheinbar nicht. Dann sehen wir dich mal zu, wie das... Wie der Galoppa besiegt wird hier von dem Hypno Level 41. Ich sag euch, das kommt hier noch. Das wär's. Galoppa steht tief und fest. Sie hätte es schon gemacht, sie hätte es schon besiegt. Wieso nicht? Lass dich besiegen. Level 100, Galoppa. Ist ja nicht so, als könntest du mal hier mit einer Attacke den einfach wegkriegen. Und dem Regionalleiter mal zeigen, wo hier die Hand hängt. Ja, ist im roten Bereich. Soll ich einfach einen Trank einsetzen oder soll ich einfach... Ja, jetzt ist eh Galoppa Level 100 wurde besiegt. Warum nicht? Warum nicht? Ich habe da so ein OP-Viech dort bei mir im Team. So ein overpowertes Ding, was dort einfach mal mit einem Schnipser das Gegner-Pokémon wegfegen könnte. Und nein, es geruhigt nicht. Es setzt nichts ein und es lässt sich einfach besiegen. Ja, warum auch nicht? Ich will meinen Lea zurück. Ich komme haus in die Box jetzt hier. Dieses scheiß Galoppa. So, Lea ist zurück im Team. Das ist mein Kämpferteam. Genau so. Das kann kämpfen, das Kämpferteam. So muss das sein. In welches Stockwerk möchtest du? Hahaha, guter Witz. Eben erklärt, dass wir keinen Stockwerk können. Ja, den Dialog können wir gekonnt überspringen. Die haben wir schon mal eben gerade gehabt. Haben wir schon mal vorgelesen. Mach schon. Aufgeladenen Pokémon-Team. Ja, mit diesem Team gegen ein Pokémon. Ohne Level 100 Galoppa. Ja, das ist mir keine große Hilfe. Das Freiwillige hat sich da nur. Komm, Steve, du bist mir eine große Hilfe. Komm, zeig, was für ein Kämpfergeist in dir steckt.
Mach was draus. Bohrschnabel, komm, hau, Rinner. Genau so will ich das sehen. Genau so ist mein Team. Das ist meine Garde. Das ist mein Team. So muss das sein. Das ist nicht so ein scheiß Level 100 Galopper, was ich halt irgendwie durch einen Tausch bekommen habe, sondern das ist mein treues Team, meine treuen Camper, die hier in diesem Kampf hier vorne an der Front stehen und hier wirklich für mich kämpfen und dem Regionalleiter halt mal zeigen, wer hier wirklich der Boss ist. So ein scheiß kleines Galopper hier, das kann sich mal auf der Box vergnügen. Und wer nicht kämpft, verliert. Wie ist es? Ich erreiche Level 36. Und mein Team hat es wieder hervorragend geschafft. Drachenwut. Oh, aber unbedingt. Da vergessen wir doch mal Tackle. 1, 2 und schwupp. Dave hat Tackle vergessen und Drachenwut erlernt. Lea erreicht Level 40. Schön, sie wieder im Team zu haben. 2-4 gewinnt 5160 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den ach so unbesiegbaren Regionalleiter hervor. Team lässt sich doch kämpfen. Das ist ein zuverlässiges Ding, dieses Team. Damit kann es sich leben lassen. Und ich rede jetzt noch ein bisschen weiter, weil diese schöne Fratze von dem Regionalleiter, von dem Fabian, so herrlich aussieht. Ja. Was um alles in der Welt? Wie konnte dieses Kind mich? Irgendwas angreift, Zwangfee. Dabei ist Fabian doch so stark. So stark hast du gerade seinen Pokémon gesehen. Ein Traumato Level 40. Also stark ist das nicht. Ja gut, gegen meinen Ponitran Level, mein Galopper Level 100. Hören wir auf, über das Galopper zu reden. Hatten wir schon im letzten Part. Sogar schon im Thumbnail. Also noch einmal, stell dich nicht dumm und spuck gefälligst aus, was hier los ist, Fabian. Ist ja schon gut, auf dich allein gestellt zu sein, hat dich wirklich abgehärtet und ganz schön zynisch gemacht. Aber gut, wäre ich auch auf der Suche nach Cosmog, würde ich wohl im Untergeschoss nachsehen. Im Untergeschoss, sagst du? Das erinnert mich an irgendwas. Ach ja, meinte Pia nicht, dass die erste Erschütterung neulich sei aus dem Untergeschoss gekommen. Was in aller Welt trägt ihr da unten? Tja, das wüsstest du wohl gerne. Was? Ich habe ja aus verlässlichen Quellen gehört, dass dort unten Experimente stattfinden, die den Weg in eine andere Welt ebnen sollen. Wir haben keine Zeit für deine kryptischen Andeutungen. Schalte den Auszug für uns frei. Aber sicher doch. Das ist das Mindestmaß an Freundlichkeit, das ich als Regionalleiter hier an den Tag legen kann. Ach, auf einmal macht er auf nett. Als wir gegen uns kämpfen und uns aufhalten, die letzte Bastion sein. Aber jetzt auf einmal ist er jetzt freundlich und kooperativ. Zwangfee, Tani, sobald ihr bereit seid, geht es los. Ich bin bereit. Immer Zeit. Aller Zeit. Immer bereit. Auf geht's. Also, seid ihr bereit? Immer bereit, wie gesagt. Auf geht's. Runter damit. Mein Team ist noch einigermaßen geheilt. Kann losgehen. Und er grinst. Das ist eine Falle. Was nur Böses zu bedeuten hat. Ja, hat sich nicht mehr viel verändert. Ist ja auch erst auch 2 Jahre her. Wow, das sieht ja aus wie eine Geheimbasis. Nichts los, Tali. Es freut mich, dass du dir nicht vor Angst in die Hosen machst. Aber wir müssen Ruhe bewahren. Und was machen wir jetzt? Hinter dieser Tür befindet sich ein Gang mit 2 Geheimlaboren. Ich übernehme Geheimlabor A, das in der Mitte davon liegt. Ihr beiden kümmert euch um Geheimlabor B, das liegt am Ende des Gangs.
Wieso müssen wir das andere Labor nehmen? Und warum kennst du dich hier so überhaupt aus? Seid auf der Hut. Ich bin mir sicher, dass Fabian schon den halben Belegschaft von uns erzählt hat. Ich habe das Gefühl, ich werde ignoriert. Na, Herr Doktor, alle ignorieren mich. Halt die Fresse, Fabian. Halt die Fresse, Tadi. Ja. Aber anscheinend bekommt Escalado auch mit der Angst zu tun. Ja, Zwangfee, das ist für dich. Du hältst das einen Doppelbeleber. Doppelbeleber wurde in einer Medizintasche verstaubt. Ich brauche unsere Hilfe. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Dann würde ich mal sagen, verlieren wir keine Zeit und brechen auf. Eine Szenerie, vor der ich höllische Angst habe. Leute, die Pokémon Sonne, das Let's Play geguckt haben, Let's Play-Reihe, die kennen diesen Part, in dem ich dort reingegangen bin, in den B-Bereich. Ich habe schreckliche Angst vor diesem Bereich, weil in Pokémon Sonne ist dieser Part wirklich richtig abgekratzt und ich finde es schrecklich, dass dieser Part immer noch existiert. Ich kann es euch mal verlinken. Schaut euch diesen Part rein in Pokémon Sonne. Nein, schaut es euch nicht rein. Schaut es euch nicht an. Ihr beiden kümmert euch um Geheimlabor B. Das liegt am Ende des Ganges. Wieso müssen wir das andere Labor nehmen? Und warum kennst du dich überhaupt so gut aus hier? Seid auf der Hut. Ich bin mir sicher, dass Fabian schon der halben Belegschaft von uns erzählt hat. Ich habe das Gefühl, ich werde ignoriert. Lilly braucht unsere Hilfe. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Okay. Wo ist Tali hin? Ist das jetzt B oder A? Komm, gehen wir rein. Ist schlimm geworden. Jetzt haben wir ihn hoffentlich in einigermaßen guter Qualität. Ich habe es damals so richtig hingehauen und habe es richtig versaut. Ich muss es irgendwie hochladen. Stehen bleiben, Eindringling. Niemand betritt unbefugt das Geheimlabor. Kampf gegen den güldenen Wächter. Den güldenen Wächter Nummer 1. So sehen sie aus. Sehen ein bisschen alienhaft aus. Enter Foundation Personal fordert dich heraus. Die haben ja alle Masken auf. Warum auch immer. Ist hier unten irgendwas los? Slimeboxes sind hier unten. Ja, das kann ich verstehen. Da würde ich auch eine Maske tragen, wenn Slimebox so nah an mir wäre. Hast du nur ein Pokémon? Kommt Nitronadung. Ist Abwehr. Wird dir nicht viel helfen. Nitronadung. Komm. Oh, okay. Da habe ich immer mehr von erwartet. Dann wohl Bohrschnabel. Na, durch Schleim. Da vergiftet sich der Steve im besten Fall. Aber so viel wird es nicht bringen. Schnabelkanone. Komm, gib dein Bestes, Steve. Ich weiß, du kannst dein Bestes geben. Du kannst das hier nicht gewinnen, aber dein Bestes hast du ja gegeben. Der nächste BC. Nächste Kämpfer vor. Auf geht's, Pikachu. Pikachu. So, die Sachen sind alle effektiv. Ich würde mal gerne die Funkensalve einsetzen, die Z-Attacke. Die Javels Funkensalve. Ja. So geht die Z-Attacke vom Typ Elektro, die Pikachu. Z-Kristall-Sache geht ja nicht, haben wir schon mal in dem Part besprochen. Gigawald-Funken-Salbe, komm, hau ordentlich rein. Bats. Ja, kann sich sehen lassen, kann man gelten lassen. Eine Z-Attacke. Schön. Oha, die Attacke haut aber auch ordentlich rein.
Dann halt Dave. Der hat eine neue schöne Attacke erlernt. Hoffentlich ist die auch einsetzbar. Die Attacke wäre Drachenwut. Na, mal schauen. Was? Ja. Hat geholfen für seinen Zweck jetzt hier in diesem Kampf. Hat seinen Zweck getan. Interessant. Sieht so aus, als hätte ich verloren. Das Fangvieh gewinnt 1968 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den ersten Wächter hervor. Was die wohl beschützen. Nur Forscher, wie wir haben hier Zutritt. Forscher also. Keine Wächter. Jetzt bin ich an der Reihe. Dann will ich hier mal eine kleine Kostprobe unserer Forschungsarbeit geben. Na dann. Der zweite von dreien. Die drei machen wir noch alle hier. In diesem Part hat hier jeder nur ein Pokémon. Magneton. Okay. Dieses Pokémon also. Eiszahn könnte da was bringen. Könnte da Eiszahn was bringen? Vielleicht. Eventuell. Komm, mach was draus. Die Spezialverteidigung. Die mal mit ihren Spezialverteidigungen und so weiter. Hilft dir doch am Ende sowieso nichts. Oder doch? Keine Ahnung. Hab's noch nie benutzt. Ich weiß es nicht wirklich. Ich weiß es nicht recht. Elektroball. Okay, ich weiß, dass das reinhaut. Dave wurde besiegt. Los, Hoodie! Einer meiner beiden letzten Pokémon im Team. Komm, mach schon. Wär's denn mit Schattenfessel? Das kannst du doch so gut. Den Bogen schießen, den Bogen spannen und den Pfeil schießen. Boah, das ist schön. Das sah gut aus, das war schön. Das sah spitze aus. Ein Rasierblatt. Weiß nicht, ob das was bringt, aber das kleine bisschen kriegen wir doch auch noch. Ist noch was übrig geblieben. Auwei. Okay, das senkt nur die Werte. Nicht gerade gut, aber auch nicht schlecht. Pflücker, komm, den letzten Rest. Matsch. Besiegt es mit das Magneton. Und da war es nur noch einer, der uns im Wege steht. Enter Foundation Personal wurde besiegt. Forschungsbericht. Bei meinen Pokémon-Kampfkünsten ist kein Fortschritt zu verzeichnen. Zangfei gewinnt 1968 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen das Wächter-Trio hervor. Gegen den zweiten des Wächter-Trios. Wohlgemerkt. Da kommt der dritte. In diesem Labor befassen wir uns mit der Entwicklung neuartiger Pokébälle. Mit unserer neuesten Errungenschaft lassen sich sogar Pokémon fangen, die nicht in Alola heimisch sind. Lass mich raten, was dich hierher führt. Du suchst Cosmog, stimmt's? Wenn du wissen willst, für welche Experimente wir es benutzt haben, musst du mich erst besiegen. Mache ich. Sofort. Verrätst du es mir dann oder muss ich es dann trotzdem noch herausfinden? Ich muss dann trotzdem noch den Gang entlang laufen und da noch einiges herausfinden. Na dann mal her mit deinem Pokémon. Ein Porygon 2. Wollte gerade selbst sagen, aber Porygon selbst sieht ein bisschen was aus. Zwei Pokémon habe ich noch, die am Kämpfen sind. Die kämpfen können. Na dann, tut euer Bestes. Wie wäre es mit Blattwerk? Das haben wir lange nicht mehr eingesetzt. Das könnte was bringen. Ja, könnte, muss aber nicht. Okay, die Attacke sieht spannend aus. Elektromagnetismus. Schattenfeste sieht auch sehr interessant aus. Was wirkt nicht? Ampelleuchte. Okay. An die Attacke kann ich mich erinnern. Die sah in meiner Erinnerung besser aus. So, Schattenfeilregen. Komm, Set-Attacke. Das ist doch die Attacke vom Typ Geist, oder? Nein, das ist die Hoodie-Attacke. Die von der Entwicklung. Bis jetzt. Nicht einsetzbar, oder was? Set-Attacke vergeudet? Sag nicht. Was zum Geier. Das kommt auch vor. Mies. So, machen wir so viel wir können. Rasierblatt nochmal einsetzen, dann haben wir alles ausprobiert. Set-Attacke und alle vier Attacken. Oh,
Rasierblatt ist erstaunlich gut. Hätten wir mal früher eingesetzt. Jetzt ist es um Hundi eh gleich geschehen. Aber immer Rasierblatt, komm. Einmal. Kriegen wir es noch fertig. Ja, kriegen wir hin. Nice. Nice, da ist ja. Da haben wir alle drei besiegt. Enter Foundation Personal wurde besiegt. Interessant, du hast es tatsächlich geschafft. Du hast tatsächlich gewonnen. Dieses Ergebnis hat sich noch nicht einkalkuliert. Zwangfee gewinnt 1968 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen das Aether Foundation Personal hervor und hat die drei Wächter besiegt. Drei Wissenschaftler oder Laboranten oder wie die auch immer heißen wollen. Cosmog ist das letzte fehlende Puzzlestück, der Schlüssel zur Öffnung der Ultrapforte. Deshalb haben wir diese Experimente durchgeführt. Jetzt hauen wir ab. Ja, wir machen die Fliege. Ja, er läuft noch geschmeidig dahin. Hat scheinbar nicht so große Angst. Jo, und ich würde sagen, im nächsten Part geht's weiter. Da erkunden wir hier noch weiter das ganze Refugium hier und versuchen mal herauszufinden, wo Cosmog steckt und was die mit Cosmog hier für perverse Experimente durchführen. Ja. Seid beim nächsten Part wieder mit dabei. Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergfest verpassen wollt. Ich hoffe auf gute Resultate im Schnitt. Die Sektion, der es jetzt beim letzten Mal gehakt hat, wo ein sauer schlechter Part entstanden ist, ist jetzt vorbei. Ich hoffe, dieser Part wird besser. Hab's jetzt in Ultramond ultra besser gemacht. Ja. Habt noch einen angenehmen 40. Tag. Gehabt euch wohl und haut drin. Ciao, ciao.